Let's go! Rein! Oh mein Gott, nein! Leute, ich bin gerade auf meinem Sofa eingepennt. Ich hatte einen unfassbaren Traum. Und zwar hatte ich den Traum, mein eigenes Hallenbad zu eröffnen. Aber in dem Traum wusste ich nicht so ganz, wie ich dieses Hallenbad eröffne. Und da kam mir die Idee. Ich eröffne ein Hallenbad aus Lego. Und davon haben wir ja genug. Ich weiß nicht, wie viel Lego wir hier noch rumliegen haben. Ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal schlafen und dann machen wir morgen ein mega fettes Lego-Hallenbad. Okay, Freunde, wir haben auch schon den ganzen Lego-Stein im Auto. Ja, Isabelle musste sich leider so ein bisschen anders hinsetzen, weil wir hatten halt keinen Platz mehr, Leute. Und jetzt würde ich sagen, eröffnen wir unser eigenes Lego-Freibad. Let's go! Los geht es! Freunde, wir haben die ganzen Lego-Steine im Garten. Das hier wird nachher unser nices Hallenbad sein, Leute. Ihr wisst ja, Leute, es ist ziemlich kalt momentan draußen, deswegen machen wir ein Hallenbad. Und ich würde sagen, wir bauen jetzt mal erstmal unseren Pool. Okay, meine Freunde, der Pool steht. Guckt ihn euch an, Leute. Wir haben jetzt hier noch so wasserdichtes Klebeband, jetzt müssen wir den nur noch dicht machen. Wird auf jeden Fall alles perfekt klappen, ich bin mir ganz sicher. So, Pool steht. Jetzt würde ich sagen, machen wir mal einen kleinen Wackeltest. Ah, das fühlt sich richtig sicher an, Leute. Ich würde sagen, wir machen mal einen kleinen Dichtetest. Mal gucken, ob der auch nicht ausläuft. Ja. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen mal einen kleinen Wassertest. Okay, 3, 2, 1. Oh mein Gott, das läuft alles raus. Nein, warum läuft es raus? Verdammte Scheiße. Ah, wir brauchen eine andere Idee. Oha, mashallah, wir sind jetzt aber drin. Junge, warte mal ein bisschen, Johannes. Yeah. Dann hatten wir die glorreiche Idee, einen alten Pool zu zerschneiden und das dann für unseren Lego-Pool zu verwenden. Mir tut der Pool ein bisschen leid, aber dafür haben wir einen richtig nicen Lego-Pool danach. Ich mache den kaputt, damit wir einen Lego-Pool machen können. Das kannst du doch nicht kaputt machen. Das mache ich jetzt kaputt. Der soll da rein, oder was? Ja. Ihr seht, Leute, wir sind alle sehr begeistert von dieser Idee. So, legen wir das Ding mal rein. Ey, jetzt wird auf jeden Fall kaputt. Hallo, Lea. Hi. Wir bauen gerade einen Pool aus Lego. Nein, mit Lea, wir machen ein richtig geiles Lego-Freibad. Du kannst gleich als Besucher uns beitreten. Das ist geil. Ja, wir sind ja in, es ist ja ein Indoor. Freibad hast du gerade gemacht. Wir machen ein Hallenbad, wir machen ein Hallenbad. Bis gleich, Lea, du kannst gleich als Besucher da sein und nimm dein Geld mit, weil das kostet Eintritt. Kostet auch noch was? Das natürlich kostet es was, Lea. Das ist das beste Freibad in der ganzen Umgebung. Ich kann mal gar nicht mehr herfahren. Was machst du? Verschwinde. So, meine Freunde, der Lego-Pool ist ready. Alter, das sieht richtig cool aus. Ich würde sagen, wir stellen jetzt unser neues Hallenbad, nicht Freibad. Lea, guck nicht hinschauen, Madame, das ist ein geheimes Bad. Verschwinde. Das Bad wird so toll sein, dass wir sogar schon die Leute die ganze Zeit glotzen. Ja! Das mega Hallenbad, Leute. Ich würde sagen, Pool, Wassermarsch! Oh, Digga, nein! Okay, meine Freunde, der Pool ist jetzt schon fast voll. Aber Leute, zu einem richtig geilen Hallenbad fehlt natürlich noch was anderes. Und zwar eine Hüpfburg. Auf jeden Fall brauchen wir was Geiles, wo wir die Leute spielen können mit. Beziehungsweise unser einziger Gast, Lea. Isabelle. Ja, schön, Lea und Isabelle werden unsere einzigen Gäste werden. Der Hallenbad lohnt. Ich bin Bademeister. Mein Gott, oh mein Gott. Bademeister Jochen am Start. Unser erster Badegast. Hallo, Lea. Du willst doch nicht einfach reinkommen, ohne zu zahlen. Yeah. Dankeschön. Viel Spaß in unserem Hallenbad. Ich muss schon viel erst duschen. Dun, 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 dun. Wir haben natürlich auch eine Lego-Dusche. Mach sie an, Lea. Toll! Es regnet Lego. Du bist jetzt Lego waschen, Lea. Jetzt kannst du reingehen, endlich. Du. Was ist das denn für ein Bademeister? Ach, ich werde jetzt mal ein Schub Wasser haben. Ja! Oh mein Gott, Lea, ist auf der Pool. Der Pool mich komplett auseinander. Nicht vom Beckenrand! Lea, du bist vom Beckenrand reingesprungen. Der Pool ist für dich gesperrt heute. Das Poolverbot raus. Total scheiße hier. Dann gehe ich wenigstens in die Hüpfburg. Wow, so ein beschissenes Freibad habe ich noch nie gesehen.
Was hast du gesagt? Es ist scheiße hier! Oh mein Gott, unser Freibad ist kacke. Digga. Du bist der schlechteste Fahrermeister. Guck dir mal unter. Bruder, der Pool! Ach du Scheiße, Digga. Ist der Pool, Mann. Oh mein Gott, der Pool ist komplett verbockt. Leute, raus hier! Das Freibad ist geschlossen. Raus, raus, raus! Raus! Leute, Leute, ich erkenne, wir müssen das Wasser da rausmachen. Jeder nimmt euch auch ein paar Kellen. Wieso muss man hier noch mithelfen? Schnell! Ich bin bezahlt! Lea, weil das Bad ist ziemlich kacke, deswegen. Ich hab hier bezahlt. Für was? Um hier zu arbeiten. So ein Drecksloch. Leute, rettet das Bad. Ich glaube, wir machen doch ein Freibad raus. Das Bad wird kernsaniert, meine Freunde. Das Hallenbad war ein totales Desaster. Okay, meine Freunde, die Gründer des Hallenbades haben jetzt die neue Idee gehabt. Es war ein Freibad. Yay! Minus 100 Grad. Ja, minus 100 Grad. Außerdem haben wir den Pool ein bisschen verändert. Aber es wird auf jeden Fall der Mega-Hammer. Außerdem macht Isabel das Ganze jetzt hier ein bisschen sicherer. Mach gerade das einmal mit rein. Okay. Okay, weiter jetzt hier. Los, wir müssen den Pool jetzt sicherer machen. Okay, meine Freunde, das Freibad ist eröffnet. Leute, wir haben jetzt hier den richtig tollen Lego-Pool. Der ist zwar nicht mit Arme, Leute, wir haben extra viel Wasser jetzt drin, Leute. Man kann sogar stehen. Ah, nee, man kann sogar schwimmen jetzt, richtig. Außerdem haben wir wieder unsere nice Dusche. Die hat jetzt eine andere extra Funktion. Und ich würde sagen, das Freibad ist eröffnet. Das Freibad ist eröffnet. Ja, freust du dich nicht? Ja, es ist geil, aber ich möchte hier mit schwimmen. Ja, Lea, du weißt, aber die Tradition, bevor man schwimmt, einmal unter die Lego-Dusche. Okay. Und erstmal duschen. Mach die an, hier ist der Anklopf. Als ob ich das nicht erwartet hätte. Naja, Lea, dann würde ich sagen, bist du jetzt sauber, du kannst schwimmen. Okay, Lea, wir haben diesmal noch viel mehr Wasser reingetan. Das heißt, die Qualität des Wassers müsste noch besser sein. Herr Bademeister, darf man diesmal auch vom Rand springen? Ja, natürlich, diesmal war das natürlich. Okay, Lea, let's go! Rein. Oh mein Gott, nein! Nein! Oh mein Gott! Was ist das hier? Lea, nein! Was ist das? Was ist das für ein Freibad, wo ich jetzt war? Das ist so ein mega gutes Freibad. Lea, du kannst doch noch springen, los! Ich will nicht mehr springen! Mir ist arschkalt, ich hab's versaut! Nein! Der Pool ist kaputt! Unser Freibad ist eine Katastrophe. Mein Traum von meinem eigenen Frei- bzw. Hallenbad ist geplatzt. Ich musste mich damit abfinden. Der Sommer ist vorbei und der Winter ist gekommen. Ja, im Abschluss kann man wirklich sagen, es war einfach nur eine absolute Katastrophe. Aber der Lego-Pool sah ganz cool aus. Okay, oh, ja, ich hasse das so sehr. Mach aus. Leg das Ultra unnötig. Noch lass du. Immer rein.